So, meine Damen und Herren, kommen wir hier zurück zu einer neuen Folge, zu einem neuen Projekt, zu Plants vs. Zombie oder auch Pflanzen gegen Zombies hier auf meinem wunderschönen Kanal. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst ein Abo da, Daumen nach oben geben und natürlich nicht in die Kommentare schreiben, ob euch dieses Projekt gefällt, und dann sehen wir uns jetzt gleich wieder. So, Man of the Wall geht die leider nicht mehr, deswegen nennen wir uns einfach mal Manzi. Und wir starten das Spiel. Plants vs. Zombie, ein Spiel relativ alt und ich würde einfach mal sagen, das gibt's alles nicht. Starten wir das. Oh, mal gucken, was hier passiert. Pop Game. Games Presents. Pflanzen gegen Zombies. Ach du Scheiße, auf was kommt denn hier noch zu? Ich habe einiges, hatte ich ja damals schon gespielt gehabt. Und jetzt habe ich mir gedacht, so, okay, locker flockig vom Hocker, spielen wir jetzt einfach mal eine Runde. Das Spiel gibt es kostenlos bei Origin und deswegen auch hier schön Erbsenkanone und holen uns natürlich die Sonnen, damit wir uns noch einen davon uns holen können. Wer spielt natürlich nicht kennt, wir sind die Pflanzen oder wir sind der Gärtner, wir pflanzen die Pflanzen und müssen die Zombies besiegen und vernichten. Das ist der ganze Sinn. Hier unten sehen wir, wie weit das Level ist. Ich werde in der ersten Runde jetzt ein paar Level schaffen machen und ich werde das Projekt nicht schneiden, also ich versuche es nicht zu schneiden. Es wird nämlich auch Sachen geben, da wird es extrem lange dauern, aber ich würde mal sagen, es kann auch was Lustiges mal passieren oder wenn man doch was Spannendes, deswegen solche Projekte schneide ich eigentlich ungern. Sowieso liebe ich Projekte, die lange gehen, das habe ich ja schon einmal gesagt gehabt. Und wir haben jetzt die Sonnenblume bekommen. Blü und was? Strebt Samen. Gibt eine extra Sonne. So. Und Runde Nummer 2. Diesmal sogar mit 3 verdammten Feldern. Gut, okay, dann eben mit 3 Feldern. Ist aber auch kein Problem. Wenn sie bekommen, das ja alles locker flockig hin. So. Für die Leute, die es nicht wissen, ich sage das jetzt einfach mal hier in der Aufnahme. Ich habe mir ein Haushaltsbuch angelegt. Für die Leute, die es nicht kennen. Haushaltsbücher sind Bücher, wo man einträgt, was man gekauft hat, für wie viel und sowas. Und ich tue nebenbei noch ein bisschen mehr sparen. Ich habe so nochmal eine extra Spardose, kann man sagen, wenn so reinfließt. Die Sache, die ich natürlich vergessen habe, ich möchte natürlich auch dieses Geld dort eintragen. Und das habe ich komplett vergessen. Jetzt habe ich mich die ganze Zeit verrückt gemacht. Ich wollte die Aufnahme schon lange machen. Und wir haben es jetzt bei mir 17.17 Uhr. Und ich wollte vor einer knappen halben Stunde schon das Video aufnehmen. Also ihr könnt euch vorstellen, ja, Manzi, es hat wirklich so lange jetzt gebraucht, um zu wissen, dass er richtig rechnet oder alles eingetragen hat. Nur zudem ich es nochmal das extra Geld einzutragen. Aber es geklärt. Machen wir noch ein paar Sonnen hin. Und ja, wenn es so Sammy, keine Ahnung, ob ich das jetzt hier mit als Hauptprojekt nehmen würde oder also als Zwischenprojekt. Kommt drauf an, wie das Ganze angeguckt wird. Es werden aber keine großen Parts kommen, sage ich euch gleich. Es werden immer so kleinere Parts sein. Keine 3-Stunden Parts oder so. Weil das wäre mir selber ein bisschen zu viel. Und ja, gut. Hier noch mal hin. Ganz Level 1, 2 auch gleich geschafft. Eigentlich brauchen wir das Geld nicht mehr aufheben, weil ich habe sehr viel gewonnen. Und ich kann ja eine Sache noch zeigen, was passieren würde, wenn die hier rankommen, für die Leute, die das Spiel nicht kennen. Wenn es passiert,
die fressen einfach die Pflanzen auf oder versuchen sie aufzufressen. Und als nächstes bekommen wir die Kirschen. Und die Kirschen, die explodieren, springen alle zumindest in einem Bereich. So, ich würde mal sagen, das ist das letzte Level, einfach mal um einfach in das Spiel reinzukommen. Ich muss sowieso gucken, das ist bei mir das hier so Bildschirmgröße, das hier so. Und da muss ich selber noch gucken, wie ich das Ganze dann schneide. Ja. Sonst möchte ich immer noch gerne wissen, was ihr euch als Projekt wünscht. Weil mir wird eigentlich kein Kommentar gegeben, wir wünschen euch uns das oder das Spiel. Und ich würde mir sehr, sehr gerne wünschen, dass jedenfalls eine Person drunter schreibt, ja, eigentlich ist doch das Spiel so und so ziemlich, gar nicht mehr so schlecht, das würde ich mir gerne angucken. Dann müsst ihr es mir sagen und ich mache es. Also wenn es jetzt teuer ist. Jetzt schon fast verloren im ersten Level Teil 3, sage ich jetzt mal. Das war, glaube ich, sehr, sehr bitter. Mindestens eine hier, genau. Am Wochenende versuche ich auch wieder GTA aufzunehmen. Da wird GTA in mehreren Leuten dann kommen. Vielleicht heißt oder sowas. Oder Rennen oder... Wer weiß. Wir müssen einfach abwarten, was die Zeit so bringt. Und hier jetzt hin. Auch wenn es vielleicht nicht ganz so schlau war. Vielleicht abwarten müssen, dass es hingeht. Ja. Oh. Die sind schon härter. Die haben so eine Kappe auf, die wirklich damit schützt. Im Moment haben wir ja noch nicht die Kirschen eingesetzt, aber ich würde mal sagen, so. Und jetzt auf die Kirschen sparen, dann können wir mal dann die Kirschen ausprobieren, damit ihr seht, was sie eigentlich machen. 150 ist glaube ich kein Problem, die jetzt so schnell zusammenzubekommen vor dem Ende, denn wir haben sie... Komm, zusammen. So. Wenn wir natürlich jetzt 250 hätten, würde ich mir auch nochmal so eine Erbsenkanone holen. Uns 50. Da fehlen uns leider noch 25, da haben wir das Geld zusammen. Einfach mal jetzt hier hinballern. So. Und jetzt könnt ihr euch mal ansehen, was die eigentlich machen. Es gibt ganz, ganz viele Zombies noch und viele Pflanzen noch. Also am besten dranbleiben und zu gucken und da hat's Boom gemacht. Und wir bekommen die Nuss. Die kann ich euch jetzt schon sagen, die schützt uns mehr. Also die ist so wie eine Wand. Die müssen das mal auffressen und bis die fertig ist, dauert das sehr, sehr lange. So, ich würde mal sagen, das war's erstmal. 4 Level habe ich erstmal gezeigt. Bei 3. Lasst einen Daumen nach oben da, wie gesagt, wenn euch das ganze Projekt gefallen hat oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt euer Wort. Ciao, ciao.